Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Oh, mal ein bisschen wegnehmen vom Mund. So, ich begrüße euch natürlich recht herzlich zurück zu Rise, Son of Rome. Und wir spielen natürlich die Kampagne weiter. Oh, ich finde diese Graffiti in der Seite mal voll lustig. Ja, hätte Rom damals, weil man weiß es ja nicht, ne? Ich meine, so könnte Rom tatsächlich ausgesehen haben. Nur an manchen Stellen wirkt es halt doch ein wenig übertrieben. Und das könnte auch gut gewesen sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, das ist immer schwer vorzustellen. An manchen Stellen wirkt es halt doch sehr, sehr, sehr... Naja. Naja. Sehr übertrieben dargestellt, möchte ich sagen. Und nur an manchen Stellen. Das kann vielleicht auch ein bisschen an der Grafik sein. Das Setting ist ja eher so auf... Ich sag jetzt mal nicht realitätsnah, sondern von der Farbauswahl her eher auf, ja, wie kann man sagen, verstrahlt, verblendet. Nein, verblendet trifft es eigentlich nicht, verstrahlt auch nicht so freundlich, sagen wir es mal so, ja, wie die Wahrnehmung eines Kindes, könnte man sagen. Als Kind nimmt man ja vieles viel freundlicher und farbenfroher wahr und so ist das hier eigentlich auch. Ziemlich farbenfroh halt, ne? Ich finde auch cool, dass ab und zu die Steine eine andere Farbe zwischendrin haben als das. So. Aua. Fühlst wohl. Ja, wir müssen den Kampf kurz noch machen, weil es gibt immer fast genug Speicherpunkte. Bam. Also nicht wundern. Ich habe zwischendurch mal eine kleine andere Sache gemacht. Da war ich dann leider gezwungen, kurz aus dem Spiel zu gehen. Ich muss auch noch rendern und so. Du musst Platzius warnen. Im Amphitheater. Bring ihn zum Forum. Ja, das zum Klettern ist übrigens meistens blau markiert. Nicht immer, wie man hier sieht, aber meistens. So, wir müssen jetzt die Plazenta warnen gehen. Also die Mutterkuchen. Und mal sehen, wo wir den finden. Da ist wieder ein blaues Tüchlein. Und. So. Einmal hier. Die Aussicht hier ist cool. Die Aussicht gefällt mir. So. Hier gehen wir nochmal lang. Ja, zu spät. Jetzt habe ich gerade angefangen aufzunehmen, Dominik. Das werde ich ihm auch gleich nochmal erzählen müssen. So. Na. Oh fuck, der Legionär hat's auch voll erwischt. Mann, das zieht aber ganz schön langsam jetzt. Ja. Ja, bleib stehen. Na komm. Warum lädt er sich denn nicht auf? Und tschüss. Worauf wartest du noch? Dem Publikum wird langweilig. Bitte sehr. Dann nehmen wir uns noch mal einen mit. Aber nur weil es so schön ist. Und jetzt runter hier. Okay. Oh yeah. Der Fokus ist so eine Art Langsamung. Aber ich glaube nicht, dass wir den hier brauchen werden. Weiter! Raus da! Kuckuck! Ups! Lieber Arm ab als Arm dran, wa? Boah! Ups!
jetzt wieder zwei umbringen. Ich liebe es, Alter. Doppelhinrichtungen sind so cool. Wollte schon sagen, da kommen doch gleich nochmal welche. Bitte sehr. Können wir uns nochmal welche holen? Nein. Scheiße. Doch, da sind noch welche. Sind hier auch noch welche? Hier geht's bloß raus aus dem Amphitheater. Die Dinger werfe ich voll gerne, ey. Zumindest hier, wo es noch, wo man noch nicht so wirklich sterben kann. Sie kommen, Marius. Sie jagen uns. Und tschüss. Und tschüss. Hey, der lebt ja noch. Weg mit dir. Scheiße. Ich darf nicht vergessen, wir spielen immer noch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Oh. Du blöde Sau. Du hast meinen schönen Wurf vermacht, Alter. So wollen wir ja ernst. Zu zweit auf ein. Opa, mach doch mal was da hinten. Der guckt hier zu dir und wir uns hier gegen zwei bekämpfen müssen. So. Tschüss. Also wir sind kein normaler Legionär. Wir müssen irgendwie schon Hauptmann oder sowas sein. Unsere Rüstung sieht nämlich leicht anders aus und wir haben eine Feder auf dem Kopf. Wir haben eine Feder auf dem Kopf. Wir sind ein Vogel. So. Rüber hier. Da. So, da vorne sind wir. Die Brücke, Marius. Hilf mir hinüber. Aha. Ja, mein Sohn. Weiter so. Das ist ja wie so ein verkappter Priester. Zum Forum, Marius. Halt bloß nicht ich an. Ja, ich halte ja nicht an, aber hier steht so ein seltsamer Karren im Weg. So. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Und sein Schild ist ja gar nicht mehr so mächtig. Bleiben bloß noch die anderen beiden Hampelmänner hier. Oh, scheiße. So sollte das nicht enden. Hallo. Und tschüss. Ja, ich tue doch gerade mit den Kämpfen. Warum so zögerlich, du Welpe? Dein Vater würde sich schämen. Mein Vater schämt sich gar nicht für mich. Jetzt auf. Nicht getroffen. Und tschüss. Eine 30er-Kombo. Nicht schlecht. Wir haben nicht viel Zeit. Ich komme ja schon. Vater! Der alte Opa, Alter, der ist schon immer die ganze Zeit vor uns. Ja, ja, danke. Ja, Verbesserungen sind da. Das ist so zum Kotzen mit den Verbesserungshinweisen immer. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach, da holt sich jetzt noch ein alter Schwede. Geile Rüstung. Die blaue gefällt mir die richtig gut. Ich möchte auch eine blaue Rüstung haben, zumindest für die Arena. So, jetzt lass mich in Ruhe ein Pilum durch deinen blöden Wanst werfen. Geht mir aus dem Weg.
jämmerlichen Barbarenköppe. Barbara, Rababa, Rababa, Barbara, ne? Barbara, Rababa, Barbara. Und tschüss. Und tschüss. Oh, und der Arm ab. Ui, und bei dem auch mal durch. Und hier nochmal rein. Ja, 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 gibt's heute alles gratis. Wer stirbt heute? Tschüss. 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 Geht doch. Und bam. Und auf die Kehle. Jawohl. Da habe ich gerade was grün leuchten sehen. Was ist das? Ach, ein paar Pilons. Mann, ich will die ganze Zeit. Es gibt doch eine. Geht doch. Ha, damit hast du nicht gerechnet, wa? Ich versuche die ganze Zeit in diesen Nahkampf-Pilumwurf reinzutreten. Und weg. Und weg. Was für ein Aufstand, Alter. Und das mitten in Rom. Lauter Barbaren. Ach du Scheiße. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es! Rette es vor ihnen. Ihr Schweine! Ihr mordenden Barbarenschweine! Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen. Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der 2., oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Alter, die Rüstung ist voll geil, Alter. Ich will die auch haben. Er hat lauter Löwen und so was. Habt ihr gesehen, die Armschienen waren Löwenköpfe dran? Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab. Und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel. Wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Guckt euch nur die Grafik an, Alter. Guck mal, man kann sogar die einzelnen Planken des Schiffs erkennen. Alter Schwede, ist das Hammer. Die Gesichter sind auch richtig geil. Also nicht von der Animation jetzt her, aber von der, vom Detailgrad, ne? Das ist einfach der Hammer. Guckt euch die Details einfach mal an. Ich meine, Leute am PC, die vergessen sowas ganz schnell, aber das ist da wirklich. Das ist die Grafik. Vor allem ist das Spielegrafik, weißt du? Das ist ja der Hammer. Früher war das.
Früher war das gerenderte Grafik. Damit waren Zwischensequenzen animiert. Oh fuck, jetzt hat er doch erwischt. Scheiße. Oh fuck. Alter, sieht euch mal. Was war das denn? Beziehungsweise wer war das denn? Eine richtig geile Anlage. Tut mir leid. Die arme Sau hat es nicht hierher geschafft, also nicht an den Strand. Alter, warum liegen hier Skelette? Versuchen die schon seit Jahren hier durchzubrechen, aber. Oder ist es so üblich, dass hier am Strand irgendwie alte Knochen rumlungern? Und arme Schwein hat es auch voll erwischt. So. Alter, das ganze Schiff. Wenn wir den Kettenturm nicht ausschalten, wird unsere gesamte Flotte zerstört! Okay, es scheint schon öfter mal Schiffe gestrandet worden zu sein, weil hier liegen nämlich lauter Knochen rum. Die Schiffe sehen nicht so aus, als wären sie erst gestern gestrandet. Vielleicht waren das die Schiffe aus dem Hafen. Wir müssen uns um den Dicken da kümmern, sonst macht er unsere Leute kalt. Geht mir aus der Sonne. Und tschüss. Oh, jetzt. Und bam! Voll einmal verpasst mit dem Schild. Hier stirbt keiner außer euch beiden. Fettleibigen, dicken, fetten. Und das war dein Ärmchen. Hat jetzt nicht gerechnet, oder? Und tschüss. Alter, guckt euch mal die Kombo an. Alter Schwede. Kommt. Sammeln wir die Reste der 14. und dann kümmern wir uns um den Kettenturm. Zwei haben wir retten können von hier. Oh fuck, die arme Sau. Scheiße, die arme Sau, Alter. Meine beste Option gegen Pfeile. Nein, nein, ich kann nicht. Wir können ihn nicht bleiben. Los!
komm her. Scheiße, den... Hä, warum... Ah, wenn zwei auf mich anlegen... Und tschüss. Und tschüss. Los jetzt! Mir nach! Wir haben noch ein paar Männer zu retten. Ja, Mario. Siehst du, die sag ich doch, die müssen doch schon länger hier liegen. Guck mal, die sind alle. Was du nicht erwartet, Römer. Und deinem eigenen Kettenturm der Schmetter. Ja, hättest du auch nicht erwartet, dass da noch einer ankommt, wa? Kuckuck, hier bin ich. So, mein Freund. Kuckuck, hier bin ich. So, jetzt bist du dran. Komm her. Bam. Der ist auch fertig. Such weiter nach Überlebenden. Ich kümmere mich um sie. Ein bisschen selbstsicher, da muss man ihn mal lassen. Ich meine, der legt sich gerade mit vier Typen an. Zwei davon sind so schwer wie dreimal er selber. Und das ist nur eine harmlose Untertreibung. So, du Freundchen, jetzt bin ich mal dran. Kuckuck. Los. Der nächste ist tot. Das Ding hat auf jeden Fall eine stimmige Atmosphäre. Werdet ihr wohl mit beiden Schläuche? Hab's noch bekommen. Ja, das war den Ärmchen. Das hast du richtig erkannt. Ich helf dir mal. Hier, komm. Hast du mich gerade gehauen, du blöde Sau? Das war dein Ärmchen. Der hat's ein bisschen leichter. So. Ein Pilum haben wir noch. Gibt's noch ein anderes? Nee, nichts. Ich finde das Spiel geil, Alter. Unsere Männer sterben im Wasser. Wir müssen uns zurückziehen. Tschüss. Das war irgendwie abzusehen. Er muss tot sein. Ziehen wir uns zurück. Haben wir einen Sammelpunkt? Keine Ahnung. Hat da niemand mit gerechnet? Die Vorzeichen waren nicht gut. Sie standen gut. Wartet, bis ich den Befehl gebe. Das Schwein da drüben hat uns die ganze Zeit im Visier. Gibt's hier noch mehr? Ja, der hat noch ein paar drinstecken. Komm her, du blöde Sau. Ich bin... Scheiße. Die treffen einen die ganze Zeit. Das ist voll schwer, die da wegzubekommen. Ich bin dran. Alter, du kannst auch gar nicht... Du kannst nicht werfen und gleichzeitig... Das Schild wieder hochziehen. Scheiße. Scheiße, Mann. Hä, ich hab doch mehr als eingegriffen. Ach, die muss man sich alle einzeln nehmen. Super. Jetzt warten wir einfach mal, bis er wieder hochguckt. Willst du mich verarschen? Was sollte denn der Scheiß gerade eben? Jetzt komm wieder hoch. Na komm. Mir nach, Männer. Zum Turm. Hört auf ihn. Ohne Marius wären wir jetzt alle tot.
Gut, komm, Centurio. Centurio, Legionär. Hey, guck mal, hier liegen so ein paar Tote. Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Tod! Oh! Gott. So, jetzt stimmt's wieder mit der 14. Los! Halt, Männer! Ahu! Ahu! Und tschüss! Ja, wo ist der Baba? Ja, wo ist der Baba? Und jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer! Bewegung! Oh, da kommen ein paar Freunde von uns. Ihr da, hebt das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre. Scheiße. Blockier die Kette. Führe meine Kette. Oh. Hoch mit dem Gegengewicht! Kuckuck. Leider war das der falsche Knopf, aber vom Prinzip her hat es ja funktioniert. Und tschüss. Den hätten wir. Das ist dein Ärmchen, das kannst du mal 3 Etagen tiefer aufsammeln. Und tschüss. So, komm her. Bang! Habt ihr auch die Glocken läuten hören? Ja, ganz sicher. Hopp! So, jetzt gibt's mal eine Abmagerungskur hier. Ich bin dran. Du wirst hier garantiert nicht den Kampf dominieren. Block! So. So wie du aussiehst, hast du gerne gefressen, als konntest du auch mal mein Schwert. So. Jo, Unhold, wo kommt ihr denn schon wieder her? Du haust hier mal ganz schnell ab. Und tschüss. Ich find's cool, dass man die Angriffe trotzdem noch lernen kann. Und tschüss. Juhu! Damit hättest du nicht gerechnet, ne? Du blöde Sau. Hui, damit habe ich nicht gerechnet. Alter, das ist doch kacke, wenn die alle... Ich kann die Spezialfähigkeit nicht einsetzen, wenn die alle auf mich einhacken. Scheiße. So, damit wärst du auch erledigt. Den haben wir auch, den Axttypen hier mit dem Helm. Und tschüss.
bleiben noch die beiden, die anscheinend sehr gerne essen. So, mein dicker Freund, du kriegst ein Pilum, du bekommst auch eins. Ui. Los! Die rennen auch halb raus. Guck mal, das Lied, die Glieder von den Ketten, Alter. Willkommen in der Normandie. Also nicht ganz. Auf der anderen Seite. Oh fuck. Scheiße. Aber den Rest davon seht ihr erst in der nächsten Folge, denn wir haben schon wieder eine halbe Stunde totgeschlagen. Ihr, ja. Es ist ja immer dasselbe mit euch. Ihr sagt ja nie Bescheid. Dass keiner dann irgendwie sagt, der hat 20 Minuten um, sag mal Bescheid hier. Jetzt Folge ist jetzt vorbei. Nee, sagt ja nie einer, ja. Ich muss immer selber drauf achten und mitten in der Sequenz möchte ich keinen Schnitt haben. Das ist scheiße. Deshalb jetzt der Schnitt und wir sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge wieder. Ich sag Tschüssikowski, bis dann. Ciao.